So, und weiter geht's Richtung Finnland. Jawohl, Ding Ding. Dann haben wir drin, Bremse los. Und ab geht's. Gucken, dass wir unseren Fisch hier abgeliefert kriegen. So, lass schauen, wir müssen geradeaus. Wie sieht's denn aus? Sag mal, wenn jetzt. Schäfer ich doch nicht. Hallo? Geht's noch? Du Blödkasch. Sag mal, ihr habt doch ein Vorfahrtsschild hier, ihr Knollen, du. Ich glaub's ja nicht. Du musst ja aufpassen wie Harry, du. So, jetzt sind wir in Bergen. Also dieses Rechts-vor-Links-Problem oder mit dem Vorfahrtachten, ne? Das habe ich jetzt vorher gar nicht gemerkt, wo ich die Traffic-Mod gar nicht drin, wo die nicht drin war. Also das muss jetzt erst dazukommen sein. Ich muss es nochmal testen auf dem anderen Profil, wie es da aussieht. Aber da war das nie so. Da fahrt sie ja richtig zackig. Man soll ja so sein, aber. Wir schieren die Seite reinfahren da, also das ist ja schon ein bisschen herb. So, Stavanger. Wir fahren aber nach Oslo. Oder? Schnell gucken. Ja, ist der Mensch, ist da unten. Ach ja. Oh, wo man da überall hin bist, du. Alter, hä? Das ist doch auch der gleiche Weg. Ja, gut. Wie auch immer. Wir fahren so, wie er sagt. Oslo ist gut. Dann fahren wir nach Oslo.
jetzt schon wieder überall hin. Da. Kreiselverkehr. Mann. Er ist ja das Pedal da unten raustreten. Tja, die stellt sich ordentlich an deine. Ja, bei den Bussen, da stimmt es auch noch nicht ganz. Die fahren zu dicht auf. Das sind normalerweise die Kontur von den kleinen Bussen und jetzt einfach ein großes Kind drüber gelegt. Und die Kollisionsabfrage oder die Entfernung wird halt von einer kleinen Kontur ausgegangen, eine kleinere. Aber naja. Ist jetzt nur eine Vermutung, ich habe ja noch keine Mods gemacht. Aber ist schon mal interessant anzuschauen, muss man mal anschauen. Könnte mir vielleicht mal ein eigenes Skin machen. Von meinem Truck. Ah, das wäre ja mal genau. Ich muss mal das anschauen. Das juckt mich jetzt, ja. Die Landschaft. Oh, muss ich aufpassen, ob jetzt wieder ab. Nein, wir fahren geradeaus. Immer noch geradeaus Richtung Oslo. Oslo passt. Oh, schauen wir die Fjorde und alles da. Schlecht. Oh, ein Blitzerkasten, na klasse. Blitzer, wir müssen gleich wegen Hurtiger, dass man da noch durchkommt. Oh je, 70, wenn es einer blitzt. Naja, beim American Truck Simulator bin ich ja vor ein paar Runden Richtung, was war das? Arizona, Nevada, oder hochgefahren halt. Phoenix nach, boah, schlag mich, wie das heißt? Jackpot da oben. Ganz oben, der Karte im Norden. Und anstatt da über die Route 66 zu fahren, bin ich eigentlich daneben gefahren. Oh, Zifixe. Na. Laut an der Gegend rumgucken, ne? Siehst du? Zu viel Zeit ziehen. Das ist nichts. Okay. Das gibt wieder einen ordentlichen Schaden. Oh, verdammt. Ne, was wollt ihr jetzt sagen hier mit American Truck Simulator? Muss ich nochmal die Route 66 abklappern. Ja, da war jetzt noch nicht. Jetzt war die Strecke hochgefahren, aber parallel dazu auf der anderen Straße. Ne, muss ich die. Die muss ich abklappern.
Und dann demnächst soll ja dieses, was ist, New Mexico kommen von den ATS. Da bin ich auch mal gespannt. Ja. Ui, ui, was ist denn da los? Oh, ich kriege mir erstmal. Was machen die da? Nein! Was geht denn das noch? Halt! Sage da! Sag mal, geht's noch? Als wenn er aber doch. Doch, also. Hey, der Wetter. Weißt du, dafür rechts fahren? Muss ich, hä? Ja, wahrscheinlich müssen wir bezahlen, wir dürfen da gar nicht drüber, oder? Autopass. Coin. Egal, wir zahlen mit Münze. Ah, der Blindgänger fährt hier durch, du. Na gut. Alle. Ah, die fahren alle da durch. Ich bin der Einzige, wo hier reinfährt, da. Ne? Sieht man nichts, oder? Nee. So ein Mist, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ja. Heidewetter, was ist denn das hier? Im Tunnel- und Kreisverkehr. Ja, lüge ich denn, du? Das ist ja oberkrass, hey. Das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Im Tunnel- und Kreisverkehr. Das ist das erste Mal. Gut, warum nicht? Klar. Boah, was kommt jetzt da? Boah, ich bin ja immer platt wieder. Muss ja echt ein paar Bilder machen. Ich weiß, wir kommen nicht vorwärts, aber ich muss ein paar Bilder machen hier. Das ist ja. Na, was ist denn jetzt hier? Nein! Hoch, rüber. So. Sollte man irgendwie noch. Dieses Ganze. Ne, kriegen wir sogar noch neu. Sauber. Ja, dann muss man es halt so machen. Das sieht einfach toll aus. Na? Schauen wir das an. Echt klasse. Stelle kommen, ich komme nicht mehr mit Zielen. Ui, was ist denn das? Jetzt schon wieder so einer. Also ich weiß ja, also die KI hat echt einen Vogel. Also das hätte vorher jetzt ohne das Traffic Mod noch nicht so gehabt. Also ich würde es jetzt einfach auf das Traffic Mod schieben, das hätte vorher noch nicht so gehabt. Nochmal ein Kreisverkehr im Tunnel.
Das nimmt er überhand hier. Meine Herren, da. Da kannst du auf einmal einen Herzinfarkt in der nächste. Oh, guck mal, das. Ich fass echt nicht. Wer zeichnet denn sowas da? So ordentliche Sichter drauf. Irgendwie sollte man den Anhänger mal abstellen können. Und da mal ohne Trailer in der Gegend rumfahren. Was, wieso ist jetzt bei mir die ganze Straße rot hier? Hallo? Was ist denn das hier jetzt? Keine Ahnung, was man jetzt da sagt. Ich muss eigentlich hier rüber. Was ist denn das hier? Wow, das sind jetzt aber auch noch nichts her. Okay. Ein überdimensionaler Kreisverkehr oder was? Ja, vielleicht kann ich jetzt mal ein bisschen rumgucken. Ja, jetzt mal ein bisschen rumgucken. Oh, was ist denn da los? Ha? Ah, da haben wir so eine Bildschirm. Die Ampel weg. Und, geht schon weiter? Nein, noch nicht. Aber jetzt gleich. Na, hallo? Geht weiter. Schon wieder so ein oder was? Weiter, nein! Ich. Also. Hatte ich jetzt schon das dritte Mal jetzt? Ja, gibt's denn das auch? Schaut er den hinter mir, der zieht ja auch raus. Das gibt's ja wohl nicht.
Hey. Guck schon mal schon auf der Bildschirm und schon bist du mit auf der Straße. Na, jetzt kommt dieser super Kreisel da, ja, weil. Jei, wie soll denn das gehen? Ne? Nein, was ist denn das hier? Ich glaube, jetzt hackt sie, oder was? Ich glaube, jetzt hackt. Oh, habe ich das Fernlicht denn? Okay, alles klar, Entschuldigung. Meine Herren, du. Problem ist, wenn ich die Traffic Mod jetzt rausschmeiß, dann setzt man wieder nach Stuttgart zurück. Und das wollte ich nicht. Ich glaube, das ist diese, wie heißt sie? Tiras Traffic Mod. Tiras, ja. Die ist vielleicht ganz gut sein, so wie in der Beschreibung auch gelesen und so. Nicht schlecht, auch die Idee dahinter. Wirklich gut. Dass nur zu gewissen Stoßzeiten mehr Verkehr ist, dann soll schon einfach weniger. Oder normal. Ja. Aber dass die Penner so rumfahren, das steht da nicht drin. Das ist ja wirklich, also Harakiri. Mei, oh mei, oh mei. Da könnt ihr wenigstens ausweichen. Jetzt im Tunnel, da kann ich gar nicht ausweichen. Uff. Und dann gehen die rote Linie quer und Dings übereinander drüber. Jetzt bin ich nur, ist das im, geht der im Tunnel im Kreis herum da oder was? Ich blick das nicht. Ja, doch, wahrscheinlich geht er aus dem Tunnel raus, dann außerhalb vom Tunnel hoch, dann wieder in der Bergnei. Okay. Geht er da wieder in der Balkenei? Über dem anderen Tunnel? Wow. Das ist mal eine interessante Konstruktion. Raststelle, Tankstelle. Ah, Tankstelle sagt da vorne, ja, dann machen wir da mal einen Zwischenstopp. Genau, wenn wir hier sind. Und dann ja, von hier weiter Richtung. Ja, über Oslo halt und so. Wow, ich dachte, wir kommen da weiter, aber naja. Jetzt kommt wieder gar kein Auto. Wie viel haben wir denn? Ja, 22,43.
Okay. Rechts ab nach Oslo, okay. Zwischenstopp. So, jetzt lassen wir es sehen. Wir werden mal sehen, wie lange braucht denn der noch. Der kann noch 4 Stunden. Ich habe eine Restzeit von 73 Stunden. 31 Stunden kann der. Ja, wie ist denn das jetzt, wenn wir hier. Oh, da wollte ich nicht. Ich wollte jetzt mal schauen. Ne, das ist für euch Stück, ist einfach zu viel. Warten wir noch einig mal. Jetzt sind wir von Bergen hierher. Hatte ich die ganze Schlangenlinie da. So, dann machen wir mal schön kurz Zwischenstopp.